Was ist, wenn X auf beiden Seiten sind? Also wenn viele X auf der linken Seite sind, das haben wir eben gelöst. Wenn sie aber auf beiden Seiten auftreten, auch da können sie mehrfach auftreten. Wenn sie mehrfach auftreten, unterstreichen, zusammenfassen. Aber was ist jetzt? Erstmal überhaupt auf beiden Seiten. Einfache Regel, damit es wirklich einfacher geht. Ich möchte gar nicht zeigen, wie es schwerer geht. Es ist schade um die Zeit. Erstens, große Frage. Wo sind mehr Xe? Und da lassen wir sie. Also, das schreibe ich mal hier hin. Wo sind mehr Xe? Und dementsprechend handeln wir. Jetzt Achtung, aufpassen, meine Lieben. Ich mache das mal in Orange. Das sind Minus-Xe, Schulden-Xe. Also, da muss man höllisch aufpassen, dass man da keinen Quatsch macht. Deswegen sagen wir einfach, wo sind wirklich mehr X, wenn das Schulden-X sind, obwohl die Zahl schick aussieht. Ne? Nehmen wir an, hier stünde nur 4X. Dann wäre es ja extremer. Ne? Dann würde man ja sagen, ach, hier sind mehr X. Vorsichtig. Schulden-X sind weniger X. Also, da wo mehr sind, da lassen wir sie. Da wo weniger sind, nehmen wir sie weg. Also die wenigeren auf der Seite, wo weniger nach dem Zusammenfassen sind, da nehmen wir sie weg. Gegenteil von minus 5x ist plus 5x. Wir nehmen also gleich das ganze Produkt, also aus minus 5 und dem x. Das ist ein Produkt, ne? 5 mal minus 5 mal x heißt das ja. Das nehmen wir weg, auf einen Schlag. So, jetzt gucken wir, dann steht hier eine 6. 4x und die 5x dazu, nicht vergessen, immer auf beiden Seiten, sind 9x. So, naja gut, jetzt steht hier noch minus 7. Hier die 6, das Plus kann ich weglassen, ne? Das wissen wir ja. Und jetzt sage ich, na gut, Klaps rückwärts, jetzt geht es wie üblich weiter, plus 7. Dann steht hier 13 ist gleich 9x. Naja, ich teile noch durch 9, also das Übliche. 13 Neuntel ist gleich x. Fertig. Ganz egal, Leute, lasst das x da, wo es ist. Nicht dann zum Schluss irgendwie tauschen, ne? Aber da habe ich ja darauf hingewiesen. So geht das immer wieder. Also, wo sind mehr Xe und wo nicht und so weiter und das einfach machen. Dazu mache ich keine. Nee, Moment mal. Nee, ich mache kein Übungsvideo dazu. Das ist einfach zu billig. Das könnt ihr. Ich habe bloß deswegen den Tipp gegeben, wenn man das nicht macht, wenn man einfach sagt, naja, ich nehme erst die 4x, dann hat man lauter Minuszeichen und das wird immer spannend. Und deswegen immer gucken, wo sind mehr x? Ah, hier, da lasse ich sie und dann ist gut. Also, das war es jetzt aber wirklich. Viel Spaß beim Üben und ja. Ach, ich mache doch noch ein kleines Übungsvideo. Okay, bis dann.